ich habe einen Freund. Ach ja, war nur ein Witz. Leute, es ist soweit. Die junge Generation, die hat versagt und geht nebenbei bemerkt auch viel zu leicht bekleidet aus dem Haus. Deswegen muss jetzt Ur-Opi ran und in alter Schule-Manier hier für Zucht und Ordnung sorgen. Wie geil der auch aussieht. That's what Zef said. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Oni, dem alten Wakasashi-Fleischmonster. Komm runter, Mann, es geht noch nicht los. Yeah, fick den Boden, yeah. Zeig sie ihm. Ich glaube halt, der Dude ist legit der erste und einzige, der gegen die Huntress im Daumen-Wrestling gewinnt. Aber nicht nur das, Leute, er gewinnt auch noch unsere Herzen. Mit seiner Special-Fähigkeit, Yamaokas Zorn. Yeah, get him. Absorbiere Blutkugeln, die von den verletzten Feinden zurückgelassen wurden. Sobald deine Stärkeleiste voll ist, musst du die Stärketaste drücken und halten, um Blutzorn einzuleiten. Dolly, ist voll. Leite den Zorn ein. Roger, Roger. Also, sobald Survivor verletzt sind, hinterlassen sie wohl so eine Art Blutkügelchen, wenn ich das richtig verstehe. Und dann hat er zwei Fähigkeiten. Einmal den Dämonensprint. Drücke und halte die Taste, während Blutzorn aktiviert ist, um einen Dämonensprint auszuführen. Der kann schnell große Distanzen zurücklegen. Ich schätze mal einfach, er sprintet halt mit enormer Geschwindigkeit voran. Die Frage ist natürlich jetzt, wie der sich steuern lässt. Ist das eher so wie Billy, direkt geradeaus und so slightly zur Seite? Oder nur geradeaus wie der Demogorgon? Oder hat er irgendwie so eine Steuerung dazwischen? Dann der Dämonenschlag. Wenn Blutzorn aktiv ist, halte die Taste, um einen Dämonenschlag auszuführen. Erweitert Reichweite, also größerer Lunge, und versetzt getroffene Überlebende sofort in den Todesstatus. Ah, er hat also auch einen One-Shot sozusagen. Das klingt hier gerade ein bisschen so wie Billy auf Koks. Dann kommt er selbstverständlich auch wie immer mit drei einzigartigen Perks. Der erste wäre die Sanshin-Taktik. Die Auren aller Paletten und Sprungpositionen innerhalb eines Umkreises von 24 Metern werden dir angezeigt. Sobald ein Überlebender Schaden erleidet, wird dieses Talent für 40 Sekunden inaktiv. Alles klar, Trash, weiter geht's. Nein, mal im Ernst, das klingt eher so ein bisschen wie so ein, ja, ohne das Böse zu meinen, irgendwie Anfänger-Perk. Halt, wenn man ein bisschen die Map lernt und so weiter, aber wenn man sich den Strukturen und der Umgebung ein bisschen gewahr ist und das einfach irgendwie im Kopf hat, dann glaube ich, hilft es erfahrenen Spielern jetzt nicht wirklich so viel, muss ich ehrlich sagen. Der zweite wäre Blutecho. Wenn du einen Überlebenden festhakst, erleiden alle verletzten Überlebenden den Statuseffekt Blutung, bis sie geheilt werden, sowie den Statuseffekt Erschöpfung für 45 Sekunden. Ja, das Ding ist halt natürlich, dass das nur verletzte Überlebende betrifft. Also wenn alle anderen geheilt sind, dann bringt dir das faktisch irgendwie gar nichts. Die Sache ist, wenn die auf der anderen Seite der Map sind, bringt es dir faktisch auch gar nicht so viel. Jetzt beim Oni ist das Ding, der sammelt ja diese Blutorbs auf. Ich frage mich, ob der Effekt Blutung davon sorgt, dass sie mehr Orbs droppen. Da bin ich mir nicht so sicher. Dann wäre das jetzt speziell auf dem Oni gut. Ich meine, es kann im Endeffekt helfen, dass Leute ihre Sprintbursts und Deadart nicht aktivieren können, sobald du bei denen bist, beziehungsweise du sie halt mit der Blutspur tracken kannst. Ja, nett. Und dann Nemesis, und den finde ich ziemlich nice. Jedes Mal, wenn ein neuer Überlebender zum Ziel der Besessenheit wird, erleidet er den Statuseffekt ahnungslos. Und zwar für 50 Sekunden. Seine Aura kannst du dann für 4 Sekunden sehen. Heißt quasi, ah, hier oben steht es. Wenn man den Oni, beziehungsweise den Perk-Benutzer, blendet oder mit einer Palette oder durch Head-On aus einem Schließschrank betäubt, dann wird derjenige Survivor zur Obsession. Der kann dann für 50 Sekunden deinen Terrorradius nicht mehr hören. Das bedeutet dieser Ahnungslos-Effekt. Und du kannst für 4 Sekunden deine Aura sehen. Das ist sick, Alter. Ich finde den Nemesis hier wirklich am sinnvollsten, liebe Leute. Deswegen werde ich jetzt auch mal nur den hier spielen tatsächlich. Und ansonsten so ein paar Perks mitnehmen, die mir halt allgemein helfen oder das Game ein bisschen in die Länge ziehen. Einfach, damit ich den guten, netten Herren hier mal testen kann. Und Mori habe ich natürlich auch eingepackt. Ich habe den schon vorhin ein wenig gelevelt und habe jetzt hier schon einige Moris am Start. Das heißt, wenn ich die ersten Runden verkacke, dann habe ich auf jeden Fall hier noch ein paar Chancen übrig, würde ich sagen. Ich bin aufgeregt. Leute, erwartet jetzt bitte Testing, ja, und kein High-Skill-Gameplay. Also, ich meine, bei mir sowieso nicht. Naja, ihr wisst schon. Wow, das Katana ist so cool. Oh, die haben eine neue Obsession-Animation. Nice. Und da ist auch schon mein Objekt of Obsession. Ich weiß nicht, ob ich die gute jagen sollte. Einmal zu Beginn. Wir das Ganze hier vielleicht erstmal so testen. Aber schon einen Freiwilligen. Nee, vor allem an dieser starken Struktur, ey, wenn ich den Killer überhaupt gar nicht abschätzen kann.
Fragezeichen? Einige Fragezeichen? Wirklich sehr viele Fragezeichen. Äußerst viel, unangenehm viele Fragezeichen. Okay. Hi, Nia. Oder du. Ist die neue Survivorin, ne? So, Moment. Oh, da sammelt er die Orbs auf. Jetzt habe ich schon die Hälfte meiner Stärkeleiste voll, lol. Das ist ja süß, Alter. Das sind meine Bobbles. Gib die her. Ja, lol. Aber sie ist gar nicht mehr drin, ne? Wow, ich weiß überhaupt nicht, gar nicht, was ich davon halten soll, Alter. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Was soll man da sagen? Oh. Ich komme! Ich mach die mal kaputt, ey, sonst steht die gleich wieder oben. Es gibt nämlich diesen Perk, ne? Für Survivor, dass sie die Paletten wieder hinstellen können. Also halt, die gedroppt sind, nicht die kaputt sind. Das ist fucking insane, Alter. Darüber sage ich auf jeden Fall auch an gegebener Stelle nochmal was. Das war aber risky, Alter. Also sie hört jetzt quasi meinen Terrorradius auch nicht. Sie kann mich nur sehen, ne? Weil dieser Perk ist noch aktiv, dieser Nemesis. War das Deadheart? I'm not so sure. Okay, ich bin fast voll. Bin jetzt mal gespannt, wie sich das ausspielt. Oh, jetzt bin ich voll. Du willst keinen Free Hit geben. Nicht diesem Mann, Alter. Okay, warte mal. Luzor. Alter, das ist so ein fucking Dinosaurier. Und jetzt kann ich sprinten. I am coming. I'm on my way. Oh, ich fühle mich mega besoffen. Lol, what? Kann ich damit auch Paletten zerstören? Ich kann! Ich kann, Mama! Ja, im Jungle Gym ist das halt ein bisschen awkward, ne? Warte mal, dich hatten wir schon. Wir könnten jetzt das Mori einsetzen. Okay, komm, wir machen das mal. Wir machen das mal. Warte mal, an der sichtbaren Stelle. Hier neben den Haken. Will irgendwer zuschauen? Ich tue es jetzt. Ich tue es. Ja, ja, kommt schon, kommt schon. Passt auf jetzt. Was? Oh mein Gott, Alter. Ei! Komm runter, sie ist tot, glaube ich. Was habe ich getan? Das ist ja sick, Alter. Und meine Stärkeleiste hört nicht auf, sich zu leeren dabei. Wie krank ist das denn? Oh my goodness. Das ist ja voll krass. Okay, Moment mal. Back to business, okay? Die Survivor, die droppen jetzt hier die Paletten, weil sie wissen, sie können sie wieder hinstellen. Das ist so cute. Eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, das wird noch ein richtiger Spaß. Du musst sie quasi, und das wird ein Problem sein, so den ersten Schaden zuzufügen. So im High-Level-Bereich auf jeden Fall. Weil vorher kannst du quasi nichts machen. Ja, Nia? Ja? Wollen wir da nochmal drüber reden eventuell? Und dann bist du mit dem Killer so ein bisschen gezwungen, mehr Schaden auszuteilen, also so viel Damage zu verbreiten wie möglich, dass überall diese Orbs sind auf der Map, weil die gehen scheinbar auch nicht weg. So hast du immer welche, ein bisschen parat, um deine Stärke jederzeit einsetzen zu können. Weil so lange hält die nicht. Ich habe jetzt hier Add-ons, zugegebenermaßen. Okay, jetzt bin ich ja voll drauf. Gegen, naja, verwundete Survivor hilft mir das jetzt nicht so viel. Das heißt, ich kann mir das eher aufsparen. Wenn du mich decisive striken willst, dann mach es jetzt. Komm. Triff mich. Aha, ich werde nicht entscheidungsmäßig geschlagen, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Boah, warte mal. Ich will das noch ein bisschen ausprobieren hier. Moment mal. I am coming for you, my dear. Here I come. Alter, ist das... Uff. Der hat auch keine Collision, ne? Der bounced die einfach weg von den... Das ist ja krank. Okay, Moment.
Moment. Ich komme! Huch! Jetzt habe ich die Taste verkackt. Die kann man nicht canceln, Alter. Wenn du ihn siehst und er tut es, dann tut er es. LOL. Kann man damit multiple Survivor down kriegen? Ich weiß es nicht. Oh, wenn man jemanden aufhebt, dann leert sich die Stärkeleiste so krass. Ja, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Das promotet Slugging ziemlich. Ne? Weil du sofort die Targets wechseln musst. Aber es ist gut zu wissen. Okay, okay, okay. Ich will meine Orbs, Mamacitas. Gib mir die Orbs. Ich liebe meine Bubbles. Oh, da hinten. Hast du ein paar Bubbles für mich? Du klingst so. Ja. Komm, bleib da noch ein bisschen. Ich will mich nur aufladen. Cool, Alter. Krieg ich was, wenn ich einen verwundeten Survivor hitte? Nee, ne? Nicht wirklich was. Ein bisschen. Aber das setzt die Stärke nicht zurück, ne? Okay, wir schauen uns nochmal das Mori an. Oh, mit der Zunge, Alter. Ist das sick, ey. Ihr müsst euch nur in den Survivor vor allem, in den Designer reinversetzen, der sowas am PC animiert. Da denkst du auch, oh wow, ich liebe meinen Job, Alter. Ja, willst du mir was zeigen? Was geht denn hier? Was soll das mal bitte? Die Survivor, die spielen jetzt auch eher irgendwie so semi-ernst. Warte mal, was kann man hier machen mit der Stärke? Wie kann man das zünden quasi? Wie kann man das... Ah, man kommt nicht richtig um die Kurve. Man hat einen Flick! Wartet mal! Man hat einen Flick! Pass auf, warte. Ist egal jetzt. Ich will das bloß ausprobieren. Seht ihr das? Oh, lol! Warte, ich will das spielen! Hillbilly 2016! Nee, warte, das war zu... früh. Passt auf, passt auf, passt auf, passt auf. Wenn sie hier lang geht, kann man das quasi aktivieren. Hört hier auf. Ne, warte mal. Warte, 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 warte. Ich krieg's hin. Es ist schwierig. Passt auf. Wenn es ein bisschen timet, dann kann man um die Ecke, während man noch ausholt, und dann versteht ihr, was ich meine? Das ist ultra krank. Wartet mal, ich will noch nicht, dass das Spiel vorbei ist. Komm, hilf mir mal bitte. Ich sammle hier weiter Orbs. Hilf mir mal auf. Ich will noch ein bisschen testen. Stellt euch mal vor, halt, ein Killer würde das richtig beherrschen, so dieses Timing. Kann ich jetzt natürlich noch nicht. Weil halt, der kam gerade raus, ne? Der ist ja so nussig, Alter. Boah, hier. Ja, du willst auf jeden Fall richtig Schaden verteilen. Es gibt Addons, die machen, dass sie mehr Blutkügelchen droppen. Und so viel laden die jetzt auch nicht auf, aber halt, die Masse macht's, ne? Und ein Hit lädt das richtig krass auf. Ist sie hier? Habe ich da gerade was gesehen? Vorbeihuschen. Komm, jetzt hilf ihr mal auf. Ich will nur ein bisschen testen. Ich will das noch ein bisschen ausspielen. Die hinterlassen es die ganze Zeit, solange sie verwundet sind. Das heißt, Sloppy Botcher ist gut auf dem. Umso länger sind sie verwundet. Ah, nee, es tut mir leid für dich. Ich will dich aber auch nicht ausbluten lassen. Okay, ich geh mal weit weg. Ich weiß nicht, was die vierte im Bunde macht. Die spielt irgendwie sehr, sehr stealthy. Dabei muss man das ja alles gar nicht so ernst nehmen, tatsächlich. Ich meine, ich weiß, ich habe hier Mori am Start. Oh, hier. Wenn ich es jetzt aktiviere und sie aufhebe, dann verliere ich wieder ganz viel meiner Stärke. Deswegen tue ich das jetzt mal noch nicht. Jetzt, sie hilft dir auch nicht, ne? Oh, nee, das tut mir wirklich mega leid. Das war eigentlich nicht so geplant. Bist du tot am Haken? Ich weiß es nicht. Du hinkst auf jeden Fall schon einmal. Mal schauen. Ich frage mich, ob das geht. Ob man mehrere Survivor hitten kann. Bitte nicht tot sein.
schade eigentlich. What the fuck? What? What the fuck? Was ist das denn? Was war das? Ist das die Animation? Hat er einfach mal 5 Millionen Mal gehittet? Das heißt, man kann multiple Survivor hitten. What? Das hat mich gerade auf ganz falschen Fuß erwischt, hör mal. Sick ist das denn? Sick. Tryhard on PTB? Oh Mann, Alter, wenn Leute einfach irgendwie dumm sind, wenn Leute einfach nichts in der Birne haben. Vor allem Tryhard, Alter. Du bist ein lustiger kleiner Typ. Ach, schön, 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 schön. Okay, krass, also ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Red Mori and only two Moris. Ey, dieser Typ ist so dumm, ne? Dieser Typ ist so geistig minderbemittelt irgendwie gerade, ne? Das ist so krass. Oh Mann, Alter. Das ist scheiße. Er versucht's halt. Der ist so sauer. Der ist so wütend über das Videospiel, Alter. Weil ich ein rotes Mori reingebracht habe, um das Mori zu zeigen und selber zu sehen. Und vielleicht doch haben das Survivor noch nicht gesehen, weil Leute das nicht so weit gelevelt haben. Und er ist richtig sauer auf ein Public Test Build, wo es scheißegal ist, so. Es ist halt der Kracher, Alter. Ey. Egal. Was mir gerade aufgefallen ist, wo ich das gespielt habe, ne, das Nemesis. Weil du keinen Terrorradius mehr hast für den Survivor, den du jagst. Richtig krank ist mit der Legion, Alter. Und das finde ich nicht gut, wenn das funktioniert. Ich weiß es nicht, aber es haben wahrscheinlich schon Leute getestet. Wenn du ihn mit deinem Frenzy hittest und in den tiefe Wunde-Status versetzt, dann ist es ja so, dass er nicht ausblutet, solange du im Terrorradius bist. Wenn du aber als Legion Nemesis hast, da hast du keinen Terrorradius mehr vom Killer. Und noch dazu Addons, wo das schneller runtergeht, führt quasi dazu, dass du dich nicht heilen kannst, also genesen kannst, weil der Killer direkt in deiner Nähe ist. Und du fällst einfach um. Egal, ob du an einer Struktur bist, die 20 sichere Paletten hat oder so. Du fällst um. Auch wenn der Killer dir direkt im Nacken sitzt. Oh nein, Alter. Wir haben einen neuen Käse. Oh, ups. Ach Gott. Okay, gut. Wenn das sowieso schon bekannt ist, dann sagt mir da gerne mal Bescheid. Dann werden es die Entwickler wahrscheinlich eh angehen. Ich weiß nicht, wie man es fixen könnte. Weil man müsste diese ganze wie tiefe Wunde oder wie Nemesis funktioniert komplett ändern. Oh, das wird ein Problem. Oh nein, oh, ich sehe es schon kommen. Das wird ein Spaß. Auf jeden Fall, geiler Killer. Wenn man den beherrscht, ist der, glaube ich, ultra krank. Die Survivor haben versucht, meinen Dämonenschlag da zu juken. Aber wenn du ein bisschen, du hast halt genug Zeit, wenn der ausholt. Und ich glaube, der hat auch halt einen größeren Lunch. Das heißt, sie haben nicht so wirklich viel Gelegenheit, das zu juken. Finde ich mega geil. Also, wenn du das richtig kannst, der Flick ist so ein bisschen ein Problem, ne? Ich wollte das zeigen, dazu bin ich leider nicht gekommen, dass sie, wie soll ich das sagen? Naja, ihr habt es gesehen, wenn er um die Strukturen drumherum es richtig timet, wann er in den Schlag geht, kannst du um die Ecke flicken, quasi 90 Grad, ausholen und kannst ihn halt so, also wie ein Billy Curving sozusagen, so ein bisschen, also an manchen Strukturen, an so schmalen Sachen, wenden funktioniert es nicht, weil es glaube ich nur so 90 Grad so maximal ist, wie es sich anfühlt. Aber das ist krank, Alter. Da kannst du Killer Shack voll eliminieren. Das können die nicht mehr gut spielen dann, wenn du deine Fähigkeit hast. Und er hat eine starke Fähigkeit, die er oft im Spiel bekommt, tatsächlich. Je nach Addons halt.
Hetzig, also ist ein starker Killer so. Also ich will noch nichts über das Balancing oder die Einordnung in der Tierliste sagen, weil ich habe nicht den noch nicht genug für gespielt, als dass das irgendwie valide wäre, die Aussage. Schreibt mir aber bitte eure Meinung unten rein, würde mich brennend interessieren. Ich hoffe, das Video hat euch köstlich gemundet. Wow, interessant, sieht geil aus, macht Spaß, fühlt sich nicht zu overpowered an, so in erster Hinsicht, aber wie gesagt, ich will dazu gar nichts sagen. Keiner weiß, wie man den spielt, keiner weiß, wie man gegen ihn spielt, von daher ist das eh obsolet. Ja, danke schön fürs Zuschauen, Leute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo würde mich riesig freuen und unterstützen. Und bis dann.